Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Du findest ein Kartenpäckchen zwischen einem Haufen Spitzer und Utensilien. Geil! Solange Bleansmogs auf dem Brett ist, enthält der Besitzer einen blauen Edelstein. Außerdem, solange Bleansmogs auf dem Brett ist, enthält der Besitzer einen grünen Edelstein. Okay. Die Übungspuppe statt lebtest du sie zurück. Dann setzt sie sich plötzlich in Bewegung. Ich kann nichts ausspielen, cool. Ich kann immer noch nichts ausspielen. Geil, jetzt kann ich was ausspielen. Sogar noch was ausspielen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das will. Aber wird schon passen. Da ist so ein Dings drauf, okay. Mal ein Skelett. Ja, easy. Die Gelenke der Übungspuppe knarren in die Ausgangsposition zurück und sie starrt wieder leblos vor sich hin. Ach. War die was wir Übungspuppe start lebt das zu dir zurück, dann setzt sie sich in Bewegung. Okay, wir müssen da gucken, was da für Symbole dann auftauchen. Stehe. Totenkopf. Hand. Shit, ich hab gewonnen. Totenkopf, Hand und den Rest können wir ausprobieren. So. Was ist es? Flügel wär's gewesen, okay. Ach, spannend. Stell dir einfach vor, du wärst ein Eiswürfel, der langsam in einer heißen Pfanne schmilzt. Oh, ich habe nur mit mir selbst geredet. Der Schmerz, ein aufgespießter Kopf zu sein, ist... Nun, er ist es wert, natürlich. Magnificus wird mir die höchste Ehre zuteil werden lassen. Ich werde das Herzstück seines Decks sein. Sind alle wahnsinnig. Gut, Overkill-Schaden, sehr gut. Mein Skelettchen hin.
Skelettchen erschaffen und hier einen Wolfgang hin. Skelettchen hin und dann war's das. Dann dürfen wir gewonnen haben. Vielleicht werde ich nicht der Mittelpunkt seiner Strategie. Mir gleich, er kann mir auch irgendwelche Trottel blockieren. Ich habe die Enttäuschung bewältigt. Nimm dieses Päckchen. Okay. Naja, ich gehe ja. Chill. Ist schon faszinierend, weißt du, da werden ganz neue Kartendecks freigeschaltet und was nutzt man? Mehr oder minder Skelett und Wildtier, also das, was man eh schon kannte. Die Notiz lautet, das obere Siegel wird von den Habgierigen gefunden. Die Notiz lautet, das untere Siegel wird von den Schwerhörigen gefunden. Oder von denen mit zu feinen Gehör. Die Notiz lautet, das mittlere Siegel wird von den Blassen gefunden. Die Truhe ist leer, abgesehen von einer einzelnen Karte. Kaninchen. Du läufst noch einmal hinein und bemerkst ein Siegel, wo die Karte war. Flügel. Moment, das obere Siegel wird von den Habgierigen gefunden, das mittlere von den Blassen und das untere von denen mit dem Gehör. Habgierig. Blass. Das ist schon falsch. Vielleicht ist habgierig falsch. Habgierig könnte auch die Lupe sein. Habgierig, hätte ich gesagt Schaufel oder Lupe. Mittlere Siegel von den Blassen gefunden. So ist es gemeint, okay. Gut, aber das hier dürfte das mittlere Siegel sein. Und das untere Siegel wird von den Schwierigen gefunden und von denen mit zu feinem Gehör. Schaufel. Einfach ausprobiert. Endlich! Stimulation. Meine Prüfung bestand in Reizabschirmung, musst du wissen, um das volle Potenzial meines Verstandes zu verschließen.
Jetzt ist es erschlossen. Hörst du mich, Magnificus? Ich bin frei. Wir müssen kämpfen. Saphir Max. Easy. Das war unglaublich stimulierend. Wir sind noch nicht fertig, oder? Ich möchte wieder das Licht sehen, singen, tanzen. Du würdest nicht weggehen, oder? Doch schon. Wenn ich die Tür öffne, kommst du doch auf die Rückweg vorbei und lässt mich raus, oder? Ja. Stimmt, er hat gemalt, ne? Die Notiz lautet: Liebe Grimora, der Plan von P0 könnte weit über den normalen Griff nach der Macht hinausgehen. Diese große Transzendenz wird in der Tat katastrophale und unvorhersehbare Folgen haben. Die Notiz ist unvollständig und endet abrupt. Ich bitte dich dringend, überdenke. Ah. Du bist endlich hier. Wie kommen meine Schüler zurecht? Ach egal, es stehen weitaus dringendere Fragen an. Erfasst du die Leinwand, in die du eingewoben worden bist? Was sage ich, du bist der Pinsel und der Künstler führt dich mit erschreckender Meisterschaft. Mein Auge schmerzt von den vielen Vorahnungen. Die Zukunft ist sehr, sehr düster. Zunächst müssen wir kämpfen. Sieh her, der Pinsel des Wahrschreibers der Magie. Meine Schüler würden sterben, um von ihm gemalt zu werden oder als Karte ewig zu leben. Doch das ist nicht das ganze Ausmaß seiner Kräfte. Hier ist ein wenig Bleiche nötig. Jetzt ein bisschen Farbe. Was ein Arsch. Das ist ein Tanzmännchen. Ach, das ist der Schüler da unten, oder? Ist nicht gut. Okay. Wo ist mein Hirsch hin? Die haben seine Kack-Kaninchenkarten.
Also Skelette habe ich dementsprechend auf jeden Fall genug. Knochen meine ich damit. Hatte die. Der Magnus Mox wird halt auch immer stärker, ne? Die Sound schon wieder. Alles schlecht. Theoretisch sollte man einen Mox-Deck spielen, um seins halt zu countern, weil er auch den Effekt macht mit Mox-Karten werden stärker. Alter, wenn sich die Karten nicht entwickeln, ist es halt so ranzig. Dadurch sind sie halt einfach nur teuer. Und ich ziehe auch einfach nicht das, was ich brauche. Gescheitert. Ah Gott, gucken wir noch mal kurz Deck an. Also, bei dem, der ist ja ein bisschen echt speziell, ne? Theoretisch ist es auch sowas wie Drau, bei dem komplett sinnlos. An sich zählen nur Werte, nur Stats. Alles andere ist bedeutungslos gegen den. Ich habe halt einfach zu viele Nullerkarten und so. Davon mal abgesehen, die Totengräber könnte ich theoretisch sogar eigentlich rausschmeißen, diesen Kacke. Stattdessen vielleicht sowas wie einen Bluthund rein. Und der hat Werte. Das ist ja recht teuer. Ich kann mich halt nicht darauf verlassen, dass sich meine Viecher entwickeln. Das ist es halt. Wir nehmen ein paar Mal einen Bluthund rein. Aber den Kampf sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin und rein.